Hey und herzlich willkommen zurück zu Hollow Knight. Es tut mir wirklich leid, die letzten 10, 11 Tage kam jetzt kein Video mehr. Lag einfach daran, da ich ja Abitur habe, oder nee, da ich Abitur mache zurzeit und leider deswegen etwas wenig Zeit habe, hat sich das halt ein bisschen verspätet und so. Deswegen tut mir leid, aber es ist halt so, weil 13. Klasse ist halt nicht allzu einfach, beziehungsweise ist es halt sehr viel zu tun und deswegen. Auf jeden Fall, was haben wir heute vor? Und zwar, also wie beim letzten Mal haben wir uns ja den Schwarm angeguckt und ein bisschen weiter erkundet. Auf jeden Fall, was wir heute machen, ist zum einen in der Stadt der Tränen. Wir haben genug gleiches Erz. Da werden wir erstmal unseren Nagel verbessern. Danach werden wir in die Nebelschlucht einziehen. Hier. Und da soll es nämlich eine ziemlich gute Fähigkeit geben. Also ich weiß schon welche, aber auf jeden Fall, da waren wir noch nicht. Zumindest auf dem Account. Danach gehen wir zum Grubenvater, weil wir haben echt viele von den kleinen Würmchen gefunden. Und man bekommt pro dieser Würmchen, die man findet, nämlich eine Belohnung. Kann eine Weile dauern, ich glaube, das werde ich aber dann so ein bisschen kürzer schneiden. Und dann abschließend werden wir dann zur ewigen Ruhestätte gehen, um zu gucken, da wir schon viele Traumbosse besiegt haben, was wir da alles von ihm bekommen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Okay, Leute, wir sind gleich da. Und zwar genau jetzt. So, dann verbessern wir mal unseren Nagel. Boah, ist immer so ein cooles Gefühl, hierher zu kommen. Oh, du bist wieder da. Ich sehe, du hast etwas bleiches Erz. Ein seltenes und erlesenes Metall. Gib mir das Erz und etwas Geo für meine Mühlen und ich schmiede deinen Nagel neu und mache ihn stärker. Boah, 2000. Aber das zahlen wir natürlich gerne. Sollte ich auf jeden Fall auch. Hat er keinen Nachteil wirklich. Wie du wünschst. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Das wär's. Ich habe deine Waffe neu geschmiedet. Ich habe die Nagel eine Spiralform gebracht. Das war nicht ganz einfach. Du wirst merken, dass er jetzt stärker ist als je zuvor. Geh jetzt raus. Schneide dir deinen Weg frei. So, okay. Könnt ihr schon sehen. Wenn wir jetzt in seinem Winter gucken, sieht jetzt anders aus. Spiralnagel. Okay, den Punkt haben wir jetzt abgeschlossen. Hier. So, wo geht's als nächstes hin? Und zwar, wir wollten zur Nebelschlucht. Dafür gehen wir zur Station der Königin und gehen dann hier hoch. Dann sehen wir uns. Bis gleich. Hier müsste es sein. Jupp, da müssen wir richtig sein. Okay, dann. Das können wir zum Glück dodgen. So, dann. Ich denke mal, wir gehen hier drunter. Durch. Okay, es gibt mehrere Wege. Ich würde sagen, wir gehen erstmal komplett nach links. Okay, geht's nach oben? Nee, das lassen wir erstmal noch. Warte mal. Ja, hier waren wir schon mal. Hier, ab hier. Okay. Dann werden wir doch mal nach oben gehen. So, hier werden wir wahrscheinlich die kleine Abkürzung freischalten. Jupp. So, hier wollen wir hin, Leute. Genau hier. Da werden wir finden, was wir suchen. Verwunschener. Nee, verwucherter Hügel. Boah, die sind nervig, die Dinger. So, gleich kommt hier wahrscheinlich eine Challenge. Jupp. So. So. So, haben wir es geschafft? Okay. Boah, gut, dass wir das Upgrade vorher gemacht haben. Wenn wir die jetzt zweimal hätten hitten müssen, das wäre schon ein bisschen anstrengender geworden.
Okay, machen wir den Durchgang hier frei. Oh, tut mir leid, falls meine Stimme ein bisschen am Verzweifeln ist, aber. So, eine neue Fähigkeit. Heulender Geist. So, nach oben drücken und B. Das sollten wir hinkriegen. So, hat er noch was zu sagen? Ah ne, falsche Taste. Höre mich. Okay, hätten wir es auch abgeschlossen. Das hätten wir erledigt. Wir werden ja auf jeden Fall vielleicht irgendwann nochmal gucken, aber das ist das einzig wirklich Relevante, was wir hier brauchen. Dann den nächsten Tagespunkt. Wie ich schon gesagt habe, werden wir zum Grubenvater gehen. Ah, dann machen wir uns mal auf den Weg. Hier übrigens, Leute, ein kleiner Tipp. Wenn ihr das hier oben seht, ne? Das könnt ihr kaputt machen. Könnt ihr hier oben hochklettern, nachdem ihr die Mentisklauen habt. Und dann findet ihr hier ein paar Münzen. Hier geht es gleich noch weiter. Aber erstmal holen wir uns die Münzen. So. Okay, was haben wir hier nochmal? Stimmt. Stimmt. Hier können wir noch Traumessenzen sammeln. Okay, ich denke, das werden wir nochmal kurz machen. Bevor wir zum Grubenvater gehen. So. Okay, für die müsst ihr aufpassen, die explodieren, wie ihr hier sehen könnt. Jupp, und manchmal explodieren davon ein paar mehr. Na. Ah, komm schon. Okay, wir räumen erstmal ein bisschen auf. So. Okay, dann sammeln wir mal alle von den Eiern. Boah, okay. Wir dürfen uns nicht zu, ich darf mich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Das wird dann wieder nichts. Zumindest nicht in dem Fall. So. Da oben sind ja auch noch welche. Oh, wir haben es geschafft. Das ist gut, das ist sehr gut. Warte, was jetzt? Nee, das war nicht hier, ne? Nein. Das war weiter oben. Dup, dup. Komm schon. Ja, hier war das. So. Jetzt haben wir es gefunden. Beschüttet uns jetzt mit Belohnungen. Oh, das kann auf jeden Fall jetzt eine Weile dauern, weil wir jetzt schon ein paar von denen gesammelt haben. Später kann man sogar eine Karte. Ah ja, man bekommt auch manchmal besondere Belohnungen von ihm. Zum Beispiel sowas. Kann übrigens später. Warte. Hier. Wir haben doch. Einen Moment. Es gibt ungefähr. Ich weiß gerade nicht ganz genau, aber ungefähr hier. Ich glaube, das war hier. Hier hoch. Ungefähr. Oder hier. Ich war mit. Nee, dann nicht. Nee, nee, hier. Ungefähr hoch. Da gibt es diesen. Der heißt, glaube ich, Turm der Liebe oder so. Diesen Schlüssel kann man irgendwo finden. Dann kann man diese Tür aufmachen. Dann sieht man dann Boss. Und wenn man diesen Boss besiegt, dann bekommt man halt eine Karte, worauf dann alle die noch zu findenden Würmchen drauf abgebildet sind, was auf jeden Fall ziemlich nützlich ist. Ich find, bin auch sehr dankbar dafür, dass es diese Funktion gibt. Okay, oh, das war schon. Ich habe jetzt gedacht, ich werde das jetzt zusammenschneiden müssen, weil das jetzt extrem lange dauert. Aber sammeln wir unsere 3100 Geo ein und ein paar Belohnungen. Larvendiet. Dann Siegel für Highlandnest. Auch gut. Einziges Ei, okay. Und das hier. Ja, Maskenscherbe. Immer wichtig. Oh, wir haben schon so viele. Allein die im Hintergrund. Boah. Aber so viele fehlen gar nicht mehr. Wir haben echt viele gefunden. So, hier. Um euch nochmal zu zeigen, was Larvenlied macht. Also, wenn man Schaden bekommt, bekommt man halt
ein bisschen Seele dazu. Also kann man das dann zum Beispiel nutzen für Angriff oder halt eben heilen. Trotzdem würde ich sagen, springen wir zum nächsten Punkt. Den haben wir jetzt abgehakt. Und dann werden wir uns mal auf den Weg machen zur ewigen Ruhestätte, um dann mal mit unserem Motterich zu reden. Dann bis gleich. Okay, wir sind angekommen. So, dann werden wir mit ihm sprechen. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Hi. Ah, Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf deinen Traumnagel werfen. Du hast schon 100 Essenzen gesammelt. Schnelle Arbeit. Du hast ein Händchen für vieles, nicht wahr? Kein Wunder, dass die Träumer dich in diesen alten Traum begraben wollten. Vielleicht haben sie Angst vor dir. Oder vielleicht sehnten sie sich nach deiner Gesellschaft, da sie auch Gefangene sind. Wie dem auch sei, du hast immer noch einen weiten Weg vor dir. Nimm dieses alte Schmuckstück als Ermunterung und kehre zurück, wenn du 200 Essenzen gesammelt hast. Okay, sie gefallen haben es, dann. Ah, dein Traumnagel enthält mehr als 200 Essenzen. Du zeigst Talent beim Sammeln. Hast du draußen diese große Tür gesehen? Mein Stamm hat sich vor langer Zeit verschlossen und verboten, sie zu öffnen. Aber soweit ich weiß, bin ich das einzige lebende Mitglied meines Stammes. Das bedeutet, es muss mir nicht leid tun, ein Tabu zu brechen. Als Beweis für meinen Glauben an dich werde ich die Tür öffnen. Oder oh, da werden wir auf jeden Fall gleich noch vorbeischauen. Da die Tür ist offen und du kannst die Lichtung dahinter betreten. Hör da drin genau hin. Dann kannst du vielleicht die Worte von Käfern hören, die längst fort sind. Du hast also schon 300 Essenzen gesammelt? Ja, ich sehe, dass die Träume dieses alten Königreichs beginnen, an dir zu haften. Sehr ermutigend. Du hast meine trostlose Arbeit hier zweifellos interessanter gemacht. Es war nicht besonders spannend, die Hüterin dieses Ortes zu sein. Aber ich sollte mich nicht beschweren, diese Gräber zu pflegen und den Träger anzuleiten. Alles Buße für alte Verbrechen. Gewisse Dinge müssen im Gleichgewicht gehalten werden. Nimm dieses Schmuckstück für deine Bemühungen und kehre mit 500 Essenzen zurück. Mach so unermüdlich weiter. Bleiches Erz, oh, das ist wichtig. Ah, 500 Essenzen. Du bist auf dem besten Weg, ein Meister zu werden. Gut gemacht, gut gemacht. Ich habe eine kleine Belohnung für dich. Dieser Talisman aus einer meiner kostbarsten Erinnerungen gepflückt. Wird dich und den Traumnagel näher zusammenbringen. Die Geheimnisse dieses Königreichs werden sich nicht länger vor dir verbergen können. Nimm ihn und kehre zurück, wenn du 700 Essenzen gesammelt hast. Mehr Geschenke erwarten dich. Traumträger. Damit können wir schneller unseren Traumnagel benutzen. Das heißt, es dauert nicht mehr immer so lange, sondern das geht doch jetzt sehr viel schneller. Du hast also schon 700 Essenzen. Ich frage mich, ob die Träume bei deiner Arbeit dich bei deiner Arbeit beobachten oder sogar dieser alte König. Dieses Schloss von ihnen, verzweifelt, aber äußerst gerissen. Ich frage mich, wie lange sie dachten, dass es halten könne. Doch ich verachte sie nicht, während die Geschichte voranschreitet. Stumpfe ich immer mehr gegen ihre Wiederholung ab. Nimm dein Geschenk und sammle Essenzen. Sobald du 900 gesammelt hast, komm zurück und besuche mich. Ein Gefäßteil. Okay, warte mal, wie viel haben wir? 900, okay. Warte mal, wie viele brauchen wir nochmal? Ich war mir nicht mehr ganz sicher, weil wir wollten ja bei den Palastgründen diese in den Traum eindringen von diesem toten Soldaten dort. Brauchen wir dafür 900? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall,
Ich werde das nochmal nachgucken, weil die genauen Zahlen habe ich dafür jetzt nicht im Kopf. Wir werden auf jeden Fall erstmal durch die Tür hier gehen, um zu gucken, was dahinter ist. Geisterlichtung. Okay, dann schauen wir uns mal um. Rieh weg. Die Käfer auf dieser Lichtung stehen unter meinem Schutz. Behandle sie mit Respekt und du darfst hier bleiben. Doch erhebst du deinen Nagel gegen sie, machst du dir mich zum Feind. Okay. Also, das ist auch kein Spaß von ihr, ne? Wenn wir die hier jetzt, die können wir so nicht schlagen, ne? Aber wenn wir die mit dem Traumnagel hauen, dann verschwinden die, dann greift die uns an. Okay, wir werden es jetzt nicht von jedem hier den Dialog anhören. Weil es sind ganz schön viele hier, wie ihr hier sehen könnt. Aber wir werden hier einmal lang gehen, um uns alle anzugucken. Ah, hier gibt es eine Abkürzung. Warte mal. Konnte man hier nicht. Stimmt, man konnte hier durch. Also mit der Wiss hier könnt ihr durch. Oh, hier finden wir was. Königsidol. Ist auf jeden Fall sehr nützlich. Okay, Leute. Kleiner Tipp. Diese Statuen hier, ne? Die hier können wir zwar nicht hauen, aber hier steht noch eine. Und zwar, wir können hier in die Ecke und die dann mit dem Traumnagel hauen. So, dann kommen wir nämlich in die Traumwelt. Von den Ahnen dieser Motte. So, hier. Du, der du selbst in die geheimsten aller Träume spähst. Sei gewarnt, in diesen Schrein sind Worte aus einer anderen Welt aufgezeichnet. Auch wenn die Worte seltsam wirken, vergiss nicht, dass sie aus einem anderen Geiste stammen als den unseren. Dem Geiste einer Gruppe, die durch ein geheimnisvolles Ziel geeint wurde. Glauben oder verzweifeln, die Wahl liegt bei dir. Okay. Ich meine, das war eine Anspielung darauf, dass hier so, ja, Schrein der Glaubenden. Ich meine, das ist eine Anspielung darauf, was er gesagt hat, dass hier so ein paar Zitate und ein paar Wörter oder ein paar Namen von denen, die hier mitgewirkt haben, drin verbaut ist. Zum Beispiel hier. Lass in die Asche und vielleicht nur dein Flammenbauch. Okay. Cameron Dorman, sowas zum Beispiel, so Zitate von irgendwelchen. Ich weiß gar nicht, ob die Leute da mitgewirkt haben oder ob das Zitate von irgendwelchen. So von irgendwelchen anderen Typen sind, die irgendwie einbauen wollten. Weil ich habe mir jetzt nicht ganz genau durchgelesen, was es, wie die ganzen Leute nochmal heißen, die hier mitgewirkt haben, weil wir es dann über 1000 Leute, wie wir gesehen haben. Okay. Manchmal bin ich mir auch nicht sicher, ob. Also bei manchen glaube ich nicht, dass das deren richtigen Namen sind, beziehungsweise dass manche so Creator-Namen benutzen. Ja, das gibt es hier zu sehen halt so, ne? Also, ihr könnt den Ort gerne selber hier. Aiden Axel. Lasst dies eine Inspiration für euch alle sein. Könnt euch auf jeden Fall selber nochmal umgucken und euch die ganzen Sachen durchlesen. Das würde ich jetzt erstmal skippen. Weil, ja, gehen wir hier mal raus. Weil das muss ich jetzt nicht alles vorlesen. Ich denke, dass das hilft euch auch nicht weiter. Wenn ihr es gerne machen wollt, empfehle ich euch hierher zu gehen, wenn ihr hier noch nicht gewesen seid, und das mal auszuprobieren. So, schauen wir uns auf jeden Fall erstmal um. Oh, der sieht so cool aus. Guck mal, der hat einfach so 1000 Waffen. Auch schon interessant hier. Wie viele Kämpfer es vorher gab. Ich weiß gar nicht, sind das einfach. Was heißt nur, aber sind das jetzt. Also generell so ein Kriegsgrab? Oder so eine Art Kriegergrab für irgendwelche Helden oder so? Oh, den einen. Einen ähnlichen von denen haben wir doch letztens besiegt.
Das ist ein krasser Tank. Ah, hier können wir nochmal. Oh, ein paar Traumessenzen. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte, 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 warte. 14 fehlen uns. Ja, das sollten 14 auf jeden Fall mindestens sein. Okay, das werden wir machen. Dann sammeln wir noch eine Belohnung ein. Das wird toll. Warte, warte. So, dann sammeln wir die mal ein. Komm schon. Also ich werde jetzt nicht die perfekte Reihenfolge ablatschen, wie man die jetzt am besten einsammelt oder so. Weil mir das relativ egal ist. Schon so. Ich mache das jetzt einfach so, wie ich denke, dass das gut ist, und dann ist das so. Oh ne, ah, ich muss da gleich nochmal hoch. Okay. Hier lang, hier lang. Wir hier schon alle? Ja. Ich glaube, es fehlen nur noch die da links, oder? Oh, man kann hier hoch, okay. Jupp, wir haben es geschafft. Oh, 920, okay. Aber das waren jetzt 34, die wir bekommen haben. Ne, wir waren vorher bei 886 ungefähr. Jetzt haben wir 920, also ja, 34. Okay, dann kehren wir mal stolz zurück. Ah, Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumlager werfen. Der Traumlager hält jetzt 900 Essenzen in seinem Kern. Du bist über die vielen versteckten Träume dieses Königreichs überrascht? Ja, du fängst an, sie zu sehen. Die Verbindungen zwischen uns und den Träumen, die wir zurücklassen. Die Spuren im Staub. Die Zeit ist gekommen, zu lernen, wie du mit dir verbundene Orte wieder besuchen kannst. Halte den Traumlager fest, Träger, und ich stelle dir vor, wie sich ein großes Tor vor dir öffnet. Traumtor. Stimmt. Stimmt. Warte mal. Noch ein. Stimmt. Das ist so eine nützliche Fähigkeit. Und zwar, wir können, indem wir nach unten drücken und nach unten drücken. So. Haben wir hier so ein Traumtor. Wenn wir zum Beispiel weggehen, so zum Beispiel hier, nach oben drücken, also nach oben gucken halt, und Y drücken. Das kostet jeweils immer eine Essenz. Aber dafür kommen wir dann an den Ort zurück. Das ist richtig praktisch, wenn man jetzt nicht gerade in einer Bank in der Nähe übernachtet hat, wo man hin möchte, beziehungsweise wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel die Karte angucken, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hier, man möchte, keine Ahnung, man möchte irgendwie hier hin. So, man möchte hin und wieder mal mit dem reden, um die Dialoge zu gucken, ob die sich ändern, je nachdem, was wir machen. Dann können wir hier unser Traumtor setzen, irgendwo hinreisen, wo wir möchten. Und dann, wenn wir wieder hin zurück wollen, nicht diesen ganzen Weg latschen, sondern können halt einfach dann zurückporten. Das ist halt ziemlich, ziemlich nützlich. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, das war es dann erstmal für diesen Part. Wir haben auf jeden Fall recht viel geschafft, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Part. Und vielleicht werde ich die nächsten Tage auch nicht direkt ein neues Let's Play, aber halt ein neues Spiel anfangen, was ich euch gerne vorstellen wollen würde. Ihr kennt das wahrscheinlich schon. Das hat zum Beispiel vor ein paar Jahren Henno gespielt. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich werde nicht weiter spoilern und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei den nächsten Parts. Ciao.